So, und damit begrüße ich euch auch schon zum Euro Truck Simulator Nummer 2. Wir starten mit unserem ganz, ganz großen Abenteuer. Wir werden erstmal schön durch Deutschland fahren, Aufträge erfüllen, ein bisschen hin und her labern. Natürlich werden wir viele Unfälle bauen und vor allem auch sehr viele rote Ampeln überfahren. Ich weiß nicht genau, was wir hier alles schaffen werden. Auf jeden Fall macht das Spiel tatsächlich echt Spaß. Im Grunde geht es einfach nur darum, dass man von A nach B fährt, ein bisschen Geld verdient, natürlich möglichst sich an die Verkehrsregeln hält, was wir bestimmt nicht schaffen werden, und sich dadurch sein eigenes Imperium aufbaut. Und ich denke mal, mit keinem Profilbild könnte man sich besser ein Imperium aufbauen als mit diesem kleinen Rudi Völler-Verschnitt. Also der hat richtig Bock, das sieht man ihm auch schon an. Auf einem Auge ist die Sehstärke schon nicht mehr ganz so gut, aber der hat Erfahrung, der Mann. Der hat einfach richtig Erfahrung. Da habe ich mir gedacht, ich nehme einfach mal Rudi Völler in den späten Jahren und das ist dann quasi unser Wamsi, der dann natürlich auch ein bevorzugtes LKW-Design hat. Ich habe natürlich privat, mache ich mir ganz, ganz viele Gedanken über LKW-Design. Ich kenne mich damit auch überhaupt nicht aus. Ich habe auch keinen Führerschein, nach wie vor nicht, auch wenn ich gerade noch mitten im Führerschein hänge, den ich jetzt dann Anfang Januar, beziehungsweise ja gut, Mitte, Ende Januar dann eher mal weitermachen werde. Momentan darf man ja leider nichts machen. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal den Silberpfeil mir raus. Ein Firmenlogo müssen wir auch noch auswählen. Was ist hier? Die Europäische Union. Das sieht eher nach so einem überfahrenen Tier aus. Das sieht mir sehr nach Glätte aus. Das ist dann eher so die Fahrradkette hier. Hätte, hätte, Fahrradkette. Wir nehmen mal dieses wunderschöne Logo. Das sieht aus wie schöne Flammen. Das würde ich mir auch auf den Rücken oder auf die Stirn tätowieren lassen. Oder vielleicht auch unter das Auge, um im Gefängnis einfach schon mal zu prahlen. So, ein Firmennamen, da habe ich mir jetzt gar keine Gedanken drüber gemacht. Habe ich vorhin, als ich mal angespielt habe, auch einfach übersprungen. Da nehmen wir mal, keine Ahnung, warum mir dieses Wort gerade zuerst einfällt, aber wir nehmen die Vergenusswurzel GmbH. Das ist ja eigentlich ganz nett. Die Sprache ist Deutsch, wie man hier schon gemerkt hat. Und dann würde ich sagen, machen wir nicht lange rum. Und damit gehen wir auch direkt rein in die harte Action der Euro Truck Simulator, der leider im Menü dann die Musik immer wieder zurücksetzt. Das bedeutet, ich kann es am Anfang einstellen, wie ich lustig bin. Die Musik trommelt dann mit 100% durch und man hört mich einfach gar nicht mehr. Und ich glaube, ihr werdet auch vor Schreck gestorben. Wir sitzen jetzt hier schon in unserem formschönen Cockpit, in unserem Führerhäuschen. Heißt das Führerhäuschen? Das klingt auf jeden Fall sehr deutsch, das Führerhäuschen. Oder Karl-Heinz, was sagst du dazu? Ah, der Karl-Heinz, das ist schon einer, das ist eine richtige Ulk-Maschine, eine Ulk-Nudel. Hier werden einfach Sachen von A nach B gefahren, man weiß nicht genau warum. Also, wir sind jetzt hier auf dem Weg, wir sollen Düngemittel hinbringen und ich weiß gar nicht, wo wir das hinbringen sollen. Die Fracht ist, wie gesagt, Düngemittel, 20 Tonnen, da hat richtig einer fett reingeschissen. Die Auftragsvergütung 2945 Euro, das ist schon mal richtig cool. Nächste Pause in 10 Stunden, die Restzeit 7 Stunden 41, also wir sollen das bis 17:56 Uhr nach Salzburg Euro Acres bringen. Da machen wir uns doch gleich mal auf den Weg. Allerdings nicht, ohne euch nochmal die verschiedenen Kameraperspektiven zu zeigen. Bling, bling. Dann natürlich hier oben die GTA-Kamera. Dann gibt es die Dachkamera. Die, ich habe eine Seitenspiegelkamera. Auch sehr, sehr schön. Die zeigen wir gleich nochmal. Da hinten wird wieder Düngemittel weggebracht. Dann haben wir die Reifenkamera. Die, ich habe ein Brett vorm Kopfkamera. Und dann auch wieder unsere Cockpit-Kamera. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Wir werden da unfallfrei hinkommen, ohne Strafzettel. Ich sollte vielleicht erstmal hier rüberschauen. Kommt da jemand? Nee, da können wir schon mal auf die Straße rollen. So. Mal schauen, hinten. Ja, ganz easy, ganz locker. Jetzt weiß ich noch nicht, wo ich hin soll. Ah, rechts. Das schaffen wir noch. Ich nehme mal ein bisschen mehr Schwung. Gleich mal die Straße auch ausgetestet. So, wir dürfen nicht schneller als 50 fahren. Jetzt sind wir schon bei 48 Stundenkilometer. Das Ding hat einen ordentlichen Zug. Dann rollen wir mal. Mal schauen, ob wir das da vorne noch über die Grünphase schaffen. Schaffen wir, gar kein Problem. Alles gefixt. Auch hier schlagen wir natürlich schön ein und fahren dann auch schon wieder aus dem wunderschönen München raus. Wir haben eine Arbeitsagentur entdeckt. Ist auch schön. So schlecht machen wir unseren Job also. So, nicht schneller als 50. Da können wir dann später, wenn wir unsere Firma haben, richtig viele Leute einstellen, die dann für uns die Aufträge machen. Wir müssen dann gar nicht mehr aufstehen, sondern wir lassen die Leute für uns arbeiten. Schauen, fährt da, kommt da überhaupt jemand? So, es geht raus aus München. Wir fahren rüber ins wunderschöne Salzburg nach Österreich. Jetzt dürfen wir sogar fast bis an die 90 fahren. Ich fahre mal wieder rechts rüber, wenn da einer überholen möchte. Bislang kommen wir hier doch unfallfrei durch. Also die Münchner City, durch die mussten wir zum Glück nicht durch. Den Marienplatz hat man da vorhin rechts so ein bisschen gesehen, habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Ist jetzt auch schon ungefähr meine dritte, vierte, fünfte Aufnahme, weil mit dem Setup einfach nichts stimmt. Die Strecke bin ich jetzt auch schon mehrfach gefahren. Jetzt ist es schon fast langweilig, weil so unfallfrei bin ich hier noch nie durchgekommen.
Da oben sehen wir auch schon Salzburg, Innsbruck, Leipzig, Prag und Nürnberg wären auch noch Optionen, aber jetzt fahren wir halt erstmal nach Innsbruck rüber. Ist natürlich momentan schwierig mit Corona und so weiter, einfach mal in ein anderes Land zu fahren. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Leuten ist, ob die dann auch irgendwie in Quarantäne müssen oder ob es da dann eben nochmal Ausnahmen gibt. Da wollen wir jetzt aber nicht drüber sprechen. Wir genießen den wunderbaren Euro-Truck-Simulator. Truck. Tick, Trick und Truck natürlich. Und sehen, dass wir hier relativ schnell unterwegs sind. 94 Stundenkilometer. Ich glaube, so schnell dürfen wir gerade gar nicht fahren. Wir hatten natürlich auch wunderbare Überholmanöver gleich machen. Ich hoffe, jetzt ist auch das Motorengeräusch ein bisschen niedriger. Wir sehen, wir haben noch für 1121 Kilometer, oder nee, für 2000 Kilometer haben wir sogar noch getankt. Da kommen wir locker nach Salzburg und wieder zurück. Müssen dann mal schauen, welchen Auftrag wir als nächstes erfüllen. Können ja mal ganz kurz die Pause reinhauen. Dann können wir nämlich unten nochmal ein bisschen umswitchen. So, dann schauen wir mal. Also, wir sind jetzt... Momentan ist es 10.50 Uhr morgen, haben gerade einen Knoppers genossen, also halb elf in Deutschland. Da wird erstmal das Knoppers wahrscheinlich reingeknödelt. Ankunftszeit ist wahrscheinlich 13.04 Uhr. Das wäre ja eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Hier kann man das Ganze auch noch ein bisschen ranzoomen oder wegzoomen, was ich persönlich auch ganz cool finde. Finde so aber eigentlich am übersichtlichsten. Und wir haben schon noch ordentlich Zeit, um da hinzukommen. Also wir müssen uns da jetzt erstmal gar keine Sorgen machen. Wir rollen hier ein bisschen rum. Wir schauen uns natürlich auch ein bisschen in der Gegend um und fahren einfach mal da dem blauen Wagen direkt vor die Flinte. Entschuldigung. Aber ich muss auf der Spur bleiben. Es war schon gewollt natürlich. So, Salzburg, Innsbruck. Darunter geht's nach Prag. Das ist mir beim ersten Mal passiert, dass ich dann einfach mal aus Versehen fast nach Prag gefahren bin. Aber mei, passiert dem Besten. Wir holzen hier jetzt durch. Wie gesagt, ich spiele das mit der Tastatur, also nicht wundern, dass das Lenkrad da immer so hin und her ruckelt. Und dann verdienen wir mal ein bisschen Kohle. 2 Stunden fahren wir jetzt noch. Wie geht's euch so? Was macht ihr sonst so? Die Faszination von diesem Spiel, beziehungsweise von diesen Simulatoren, der Fernbus-Simulator und so weiter, das ist mir noch nie so richtig, ich habe das noch nie verstanden, warum die Leute das mit so großer Begeisterung spielen. Es macht schon irgendwie Spaß, aber im Endeffekt fahren wir jetzt Autobahn, also... Ich dachte, man ist froh, wenn man zu Hause ist, aber es gibt anscheinend Leute, die lieben das, spielen das privat. Wir können hier natürlich dann das auch immer mal nutzen, um so ein bisschen Quatsch-Videos zu machen oder auch einfach mal einen Stream zu machen zum Euro Truck Simulator, wo man dann einfach ein bisschen gemeinsam sich unterhält, weil viel nachdenken muss man jetzt hier nicht. Man fährt einfach so schnell, wie es geht auf der Autobahn. Wird denn da jetzt auch keiner kontrollieren? Da kommt, was war das? Ein blauer, war es ein Audi? Ich habe es nicht genau erkannt. Könnte alles gewesen sein. Oben sieht ein bisschen aus, als würde da dauernd eine Fliege drin rumsurren. Wir können auch zu Verona Pod fahren nach Hause. Die hat bestimmt richtig gutes Sky-Abo daheim. So, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Erst nochmal weiter geradeaus fahren. Da muss man sich richtig hart konzentrieren. Ist fast so, als wäre man NASCAR-Fahrer. Die müssen sich auch immer sehr, sehr hart konzentrieren. Ich muss links rüber. Entschuldigung. Ich muss einmal kurz rüberziehen. Boah, ist die Straße schmal. Leck mich am Zückerli. Hätte ich vorher mal drauf achten sollen. So, boah, gerade so. Das war ein enges Höschen. Also ich glaube, Ed Flücksche, dem alles, was auch nur ansatzweise geht, sträubt sich gerade in seinem Nacken. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt dürfen wir auch wieder die Spur wechseln. Dann kann ich auch mal zur Seite fahren. Und dann dürfen mich die Kollegen hier wieder überholen. Bislang kommen wir, wie gesagt, ganz gut durch. Ich glaube, wir haben noch niemanden getötet. Fast ein bisschen enttäuschend. Oder Karl-Heinz? Warst du Karl-Heinz? Ich weiß es gar nicht mehr. Vorsicht! Boah. Da hätte er uns beinahe weggerammt. Immer diese Irren. Im hohen Tempo, die Trucker immer wieder wegrammen. So, 200 Meter, Parkplatz und Tankstelle. Ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal nicht hin. Wir fahren konstant über den 80, die überhaupt nur erlaubt sind. Aber das nehmen wir in Kauf. Hinten kommt ein Bus. Auf den warten wir mal. Nehmen wir mal ein bisschen Tempo raus. Wir rollen aus. Spart auf jeden Fall auch ein bisschen Sprit. Ist auch abschüssig hier. Und jetzt kommt da gleich der Fernbus vorbei. Gronkh am Steuer sitzt, man weiß es nicht. Das war einer meiner liebsten Streams aller Zeiten, als Gronkh den Fernbus-Simulator gespielt hat. Das war echt ein Träumchen. Ich glaube, 5, 6, 7, 8 Stunden hat er es gespielt und spätestens als die Ansage damals auf Englisch und Französisch kam im Flixbus, da war er dann völlig durch. Ich glaube, er hat noch nie so sehr mit seinem Leben abgeschlossen wie in dem Moment. So, jetzt kommt gleich der Moment, den man am liebsten hat auf der Autobahn, gerade wenn es zweispurig ist, wenn ein Truck versucht, den anderen zu überholen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Bin ich überhaupt noch richtig? So, hier ist die Grenze. Jetzt geht sie rüber nach Österreich.
endlich zu den Schluchtenscheißern und der Flixbus da vorne ist kein Flixbus, aber immerhin ein Fernbus, der hält den ganzen Betrieb hier auf. Ist ja widerlich. Würden wir nie machen, aber wir müssen jetzt eh abbiegen, also mal schauen, ob der Truck da vorne auch nach rechts abbiegt, nach Salzburg. Schaut so aus, man kann natürlich auch blinken. Uiuiuiuiuiuiui. Ich blinke in die falsche Richtung. So rum natürlich. Auch nicht schlecht. Boah, jetzt wird's aber... Jetzt wird's eng, Leute. Hat ordentlich Holz vor der Hütte. Ja, sag mal, was ist denn hier los? Ich sollte den Blinker mal wieder ausmachen. Ja, Leute, was ist denn hier los? Jetzt fahrt halt mal zu. Vor 5 Minuten das letzte Mal Gas gegeben. So, links rüber können wir nicht. Da kommt ein rotes Auto. So, aber jetzt... Jetzt nehmen wir Schwung mit und fahren vielleicht mal vorbei. Aber wir kommen jetzt eh, glaube ich, schon nach Salzburg rein. Da oben sieht man schon die Festung. So, wir fahren über 50. Wir müssen ein bisschen runterbremsen. So, Vasi hat gerade ein Video gepostet. Habe ich gerade die Meldung bekommen. Ist ein guter Typ, guter Mann. Macht er gut. Und dann rollen wir mal zur Ampel. Sind unter 50 unterwegs. Bremsen mal runter! Boah! Entschuldigung. So, ist schon grün. Dann fahren wir mal weiter. Links kommt keiner. Dann fahren wir hier rum. Alter Schwede, haben wir den nicht gerade weggehauen? Ist ja langweilig. So souverän, wie gesagt, bin ich noch nie durchgekommen, seitdem ich das spiele. Normalerweise müsste ich jetzt mega nervös sein. Aber jetzt hauen wir hier nochmal richtig rein. Das sieht doch nach GTA aus, was wir hier machen. Oder Karl-Heinz, was sagst du? Oh Gott. Ich sollte das nicht machen. Den überholen wir da vorne jetzt. Machen wir richtig Feuer. Ne, jetzt gibt er selber auch Gas. Schade. Mit unseren 85 Sachen. Ja, in der Kurve kann man ruhig schon mal schneiden. Ich hoffe mal, da kommt jetzt keiner. Ansonsten könnte es eng werden. Aber die Straßen sind noch relativ frei hier zum Beginn. Wann müssen wir eigentlich abbiegen? Ah, okay. Jetzt müssen wir gleich rechts abbiegen. Müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen weiter... Schwung holen und da kommt jetzt gerade so ein schöner Bus ums Eck. Entschuldigung, ich muss hier einmal kurz rein. Alles ganz sauber gemacht, gar kein Problem, alles gefixt und da vorne haben wir es schon. Mensch, und es ist gerade mal 12.38 Uhr, da sind wir deutlich, deutlich schneller, als wir eigentlich nur hätten sein müssen. Vollbremsung! Oh, zu weit. Da müssen wir nochmal einen Rückwärtsgang einlegen. Da waren wir dann doch ein bisschen zu euphorisch. Rückwärtswang ist genau meine Stärke. So, jetzt hat Hammer geschafft. Und dann haben wir unsere erste Lieferung schon bestätigt. Jetzt sind wir schon steinreich, richtig viel Geld verdient. Jetzt machen wir allerdings das für Fortgeschrittene. Wo willst du die Ladung stehen haben? Wo willst du die Ladung hinhaben? Das ist normalerweise die Frage in ganz anderen Filmen. So, fahre zum Verladebereich. Ich habe immer noch den Rückwärtsgang drin, Leute. Warum sagt denn keiner was? So, dann machen wir den Vorwärtsgang rein und dann müsste ich diese Ladung jetzt im Rückwärtsgang dahin stellen. Und das wird lustig. Habe ich noch nie geschafft in meiner ganzen Karriere. Vorsicht! Boah. Wir töten hier auf jeden Fall noch eine Kuh. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. So, hallo? Gang wechseln. So rum. Passt schon. So, ich wechsle mal die Kameraperspektive. Falsche Richtung, mein Freund. Falsche Richtung. Nein. Das wird nichts. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich drehe das Ding mal. Wo müssen wir hin? Da drüben hin. Wenn ich jetzt einmal das dann vielleicht gerade hinbekomme, wäre das ja ganz nice. So, ja, das läuft. Erster Tag im Büro. Richtig gut. So. Und jetzt einfach gerade durch, ob das passt oder nicht. Das werden wir dann schon sehen. Oh, ne, das wird nichts, ne? Na, ist ein bisschen viel. So. Boah. Alter. Nein!
Mann, oh, das war ich auf so einem guten Weg. Jetzt haben wir nochmal Vorwärtsgang rein. Das lief so gut gerade. Stopp! Kriege ich alles hin. Alles gar kein Problem. Nein. So. Na? Fast. Halt. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Alles gar kein Problem. Jetzt nochmal ganz kurz. So, ja. Bin ganz zufrieden. So nah war ich noch nie dran. Ihr werdet jetzt lachen, aber so nah war ich tatsächlich noch nie dran. Wenn das Ding nicht immer so sofort so brutal einschlagen würde. Okay, nein, 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 nein. Okay, alles nochmal Kommando zurück. Dann doch nochmal vorwärts. Ach komm, das gilt doch schon, Leute. Das giltet. Stopp. Und jetzt könnten wir das hinkriegen. So, fast, fast. Irgendwo ist gerade ein Truckdriver gestorben, ich bin mir sehr sicher. Also jetzt sind wir wieder sehr weit weggefahren davon. Vielleicht sollte man nicht so schnell rückwärts fahren. Ich habe nicht den richtigen Gang drin, gell? Das ist auch nicht der richtige Gang. Leute, wo ist der Rückwärtsgang? Ist der jetzt weg oder was? Komm, das gilt doch. Ach komm, besser kriege ich das nicht hin. Nee, komm, das dauert zu lange. Also, wir haben es geschafft. Ausgezeichnet. Wir werden gelobt. Wir haben 91,6 Liter Kraftstoff verbraucht. Das ist nicht schlecht. 2 Stunden 50 haben wir gebraucht. Davon alleine 2 Stunden zum Einparken. 184 Kilometer gefahrene Strecke. Wir sind immer noch ein Neuling. Aber wir sind glücklich, weil wir haben es endlich geschafft. Endlich sind wir in unseren Traumberuf eingestiegen, der Traumjob, den wir schon immer hatten. Ich wusste nichts davon, dass ich schon immer LKW-Fahrer werden wollte, aber das Spiel hat mir das am Anfang gesagt, da wo die Musik so schön laut war. Da habt ihr leider dieses wunderbare Intro verpasst, aber jetzt gibt es immerhin unsere neue Firmenzentrale. Sieht sie nicht schön aus? Das sieht auf jeden Fall richtig nice aus, direkt im Hintergrund auch der Marienplatz. Da haben wir also direkt in der Hood unsere Firmenzentrale mal gemacht. Dann gehen wir mal auch weiter. Eine sehr schlichte Garage, nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang, ein Markus-Anfang wahrscheinlich. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du hier auch keine LKW sehen. Mensch, Wahnsinn. Hast du erstmal genug Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Super, ich glaube, ein paar Obdachlose verrichten ihr Geschäft auch, glaube ich. Hier, die schaukeln da vorne mal und dann wird schön fett in die Ecke gekackt. Viel Glück, das brauchen wir auch auf jeden Fall. Und jetzt sind wir im wunderbaren Menü und ich horche mal und schau mal, die Musik ist noch normal. Rudi Völler hat immer noch richtig Bock. Ein Auge ist leider schon fast zugewachsen. Wiedersehen fast unmöglich bei unserem guten Rudi Völler. So, das Auftragsangebot können wir uns anschauen. Wir können uns natürlich auch die Weltkarte anschauen. Da sieht man dann schon, man kann hier durch komplett Europa touren. Man kann einfach auch mal den Hasenhüttel besuchen in Southampton. Man kann es aber auch einfach mal lassen. Und natürlich habe ich mir auch gleich alle Mods sonst noch mit dazu gekauft. War ja alles im Angebot. Wir können auch nach China fahren. Wir können, glaube ich, nach Skandinavien fahren, nach Südeuropa und so weiter. Ich glaube sogar in die USA. Bin ich mir jetzt aber gerade gar nicht so sicher, ob das geht. Auf jeden Fall ist das hier erstmal unser Ziel. Wir werden jede Stadt anfangen, wir werden jeden Auftrag machen, wir werden unser Imperium ausbauen und meine Fahrskills, vor allem meine Rückwärts-Einpark-Skills, dann nochmal beobachten. Das ist gar nicht so leicht mit so einem Anhänger. Ich habe dafür, glaube ich, überhaupt gar kein Talent. Das hat man ja eben gerade auch schon gesehen. Hier kann man dann nochmal rauszoomen. Ne, man kann nur ranzoomen. Also das ist die komplette Karte, die wir jetzt aktuell spielen können. Wenn wir ranzoomen, sehen wir alle Tankstellen, alle Autobahnen und so weiter. Wahnsinn. Euro-Goodies, KFOR, BCP und wir sind jetzt in München natürlich auch mit am Start. Dann
gehen wir hier einmal raus und schauen mal, was wir denn sonst noch so machen können. Wir können einmal das Radio einstellen. Wir haben eine E-Mail bekommen, natürlich ganz wichtig. Brandneue Mercedes-Benz-LKW eingetroffen, woanders als in Stuttgart. Das war ja sicher. Ich kann leider kein Schwäbisch, sonst hätte ich das jetzt gerade gemacht und habe einfach mal hessisch gebabbelt. So, also brandneue Mercedes-Benz-LKW sind eingetroffen, die werden wir uns kaufen. Aber ich glaube, jetzt für 3000 Euro kriegt man keinen, sonst würde ich mir, glaube ich, auch einen holen. Dann gibt es ja noch ein Fotostudio. Wechsle in den Fotomodus, um coole LKW-Bilder zu machen. Voll geil, das ist dann quasi so die Wix-Vorlage für unseren Rudi Völler. Dann haben wir den Fahrzeugbrowser. Experimentiere mit verschiedenen LKW-Ausführungen. Klingt auch sehr lasziv, fühle mich da schon erotisch ein wenig angefasst. Experimentiere mit verschiedenen Auflieger-Ausführungen und Ansicht der im Spiel verfügbaren käuflichen Auflieger. Ich bin käuflich. Das machen wir dann vielleicht mal ein andermal. Wir haben natürlich auch unsere Karriereentwicklung, auf die wir ein ganz, ganz großes Auge haben. 184 Kilometer haben wir zurückgelegt. Wir haben 0,38% der Straßen erkundet. Ich würde sagen, wir machen über 100%, 150%. Vorher hören wir nicht auf. Der innere Kolumbus in einem, der ist da sehr, sehr stark mit mir. Also da schauen wir mal drauf. Dann gibt es die LKW-Händler. Da haben wir jetzt schon einen entdeckt, und zwar den in Stuttgart. Ansonsten sind wir bislang nur nach Salzburg rübergefahren. Und jetzt können wir mal schauen, welchen Auftrag wir denn als nächstes machen. Das Auftragsangebot, das sehen wir hier. Lass dich als Berufskraftfahrer anstellen. Kein großes Aufheben, alles ist vorbereitet. Such dir einen Auftrag aus und schwing dich hinter das Lenkrad. Dann verdiene Geld mit deiner eigenen Zugmaschine, indem du Fracht auflädst und sicher an ihr Ziel bringst. Das wird bestimmt noch spaßig werden. Verwende deine eigenen Auflieger, um eine große Vielfalt von Frachten an ihr Ziel zu bringen. Führe World of Trucks Aufträge mit deiner eigenen Ausrüstung aus. Aufzeichnungen dieser Aufträge sind in deinem World of Trucks Air-Profil zu finden. Führe World of Trucks Aufträge aus mit deinem eigenen Auflieger aus. Aufzeichnungen dieser, okay. Jo, das klingt super spannend. Ich weiß nicht, ob wir so weit kommen werden oder ob wir das Spiel bis dahin dann auch schon wieder in die Tonne gekloppt haben. Jetzt suchen wir uns, wie gesagt, erstmal einen neuen Auftrag aus. Hätte ich auch gar nicht erst wegklicken müssen. Wo fahren wir denn mal hin? Wir sind jetzt aktuell in Salzburg. Wir können von Salzburg nach Wien fahren. Dafür würden wir 3815 bekommen. Das größte wäre jetzt aktuell von München nach Stuttgart. Da müssten wir allerdings dann erstmal wieder nach München zurückfahren. Jetzt haben wir noch eine Stunde 42 Zeit, um das hier anzunehmen. Dann nehmen wir Hüttenkäse mit. Das ist doch schön. 18 Tonnen Hüttenkäse. Das ist genau mein Ding. Das ist mein Auftrag. Wollte ich schon immer mal machen. Und dann bringen wir den nach Wien, in die wunderschöne Hauptstadt Österreichs. 3815 Euro bekommen wir dafür. Und wir haben Montag 12.53 Uhr. Der Tag ist noch jung. Wir waren ja schnell unterwegs, haben auch nur ganz wenige Leute mit uns in den Tod gerissen. Zum Glück ist auch schon alles aufgeladen. Also Euro-Goodies. Hüttenkäse. Auch widerlich. Aber gut. Dann fahren wir mal los. Ich sollte wahrscheinlich auch einen Gang einlegen. Nicht den Rückwärtsgang im Optimalfall. Und dann geht's weiter. Wir haben jetzt einen neuen Truck. Wo geht's denn hier raus, Leute? Ich glaube, wir fahren jetzt schon falsch. Nee, wir sind richtig. So, dann geht's aus Salzburg weiter. Nach Wien, da kommt keiner. Da oben sehen wir nochmal die Festung. Und ich rolle weiter auf die Straße. Und jetzt ist das doch schon mal wieder ein etwas größerer Truck, an den man sich erstmal gewöhnen muss. So, Vorfahrt. Ja, mei, ist mir wurscht. Ich habe immer Vorfahrt. Aber mein Vorfahren auch schon so. Dann sieht das hier irgendwie alles sehr, sehr ähnlich aus. Eigentlich genau derselbe Straßenverlauf wie eben in München. Nur, dass natürlich da dann rechts der Marienplatz war. Leute, rote Ampel. Ah, gar kein Problem. Da brauchte man sich keine Sorgen machen. Oder Karl-Heinz, bist du beunruhigt? Der Karl-Heinz, das ist schon einer. Ist schon echt eine Ulknudel. Macht immer Spaß, mit ihm zu arbeiten. Wer kommt da? Swallow. Fellow Cargo, ah, okay, natürlich. Hat ja auch eine eigene Talkshow in den USA. Kennt man ja. So, Parken verboten, das ist uns völlig egal. Wir fahren raus, wie gesagt, ist sehr, sehr ähnlich aufgebaut wie München anscheinend, Salzburg. Und dann sind wir auf dem Weg, wie gesagt, nach Wien. Fahren zur Austria. Dürfen wir wieder nicht schneller als 50 fahren, aber wir haben nicht einmal, doch, wir haben, glaube ich, einen kleinen Unfall oder sowas verursacht vorhin. Bin mir gar nicht mehr sicher, ob
wir tatsächlich irgendwo mal dagegen gefahren sind. Ist fast langweilig, wenn man keine Unfälle baut. So, und dann müssten wir hier dann gleich auf die Autobahn. Das sieht wirklich genauso aus. Also komplett identisch, egal ob München, ob Salzburg. Boah, das Schild haben wir fett mitgenommen. So viel zum Thema, ja, ja, ich baue da keine Unfälle und so weiter. Da hätte ich vielleicht mal ein bisschen vom Tempo gehen sollen, als wir da auf die Autobahn gerödelt sind. So, also der Truck ist auf jeden Fall nicht so schnell wie unser schöner Mercedes, den wir vorher hatten. 13.12 Uhr ist nicht wirklich viel los. Getankt werden könnte hier, aber wir lassen es mal. Wir müssen es ja gerade gar nicht, oder? Sieht alles noch recht gut aus da unten. Da hinten sehen wir auch schon die wunderschönen Berge. Also willkommen in den Alpen. Und ja, jetzt sind noch 227 Kilometer bis Wien. Können die Aussicht natürlich ein bisschen genießen. Sieht eigentlich ganz nett aus da hinten. Richtig schön bayerisch. Ist zwar Österreich, aber ist ja alles eins, ne? Damit habe ich jetzt auf jeden Fall einige Leute hier getriggert. Österreich, Bayern, Südtirol, alles eins für mich. So, wie sieht es da drüben aus? Ich fahre einfach mal hier so ein bisschen blind vor mich hin. Och, ich habe sogar die Spur gehalten. Das war... War das da vorne gerade ein Ferrari oder sowas? Wir dürfen eigentlich nur 80 fahren, aber wir fahren 90. Einfach nur, weil wir es können. Seid ihr auch schon so aufgeregt wie ich, wenn wir da endlich mal wieder zurück nach München kommen und dann unsere Fabrik ausbauen können, unsere Firmenzentrale, da Geld investieren und dann fahren wir nach Nürnberg und dann nach Frankfurt und von Frankfurt nach Hannover und von Hannover nach Hamburg. Alter Schwede, das wird so geil werden. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie grandios spannend das wird. Ist einfach enorm stark gemacht. Die Langzeitmotivation ist immens. Da vorne sehen wir einen schönen VW-Bus. Bestimmt ein paar Hippies drin. Wir rödeln und rödeln und schauen da vorne mal drauf. Da geht es nach Nürnberg und nach Graz. Mensch, da bin ich aber gespannt. Wir wollen natürlich geradeaus, deswegen... Wir können aber auf der Spur bleiben, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Es sind nur noch 186 Kilometer. Also, wem jetzt die Füße schon eingeschlafen sind, kann ich nur sagen, völlig zu Recht. Wir können natürlich auch über die großen Probleme der Welt hier reden. Also wirklich ja wichtig, wie spielt der FC Schalke 04 in Berlin zum Beispiel... Das sind die ganz, ganz wichtigen Fragen. Ich glaube, wenn diese Folge hier kommt, dann ist das Spiel noch nicht... Oder ist das Spiel schon beendet? Ich überhole jetzt hier einfach mal. Macht ja nichts, ne? Wer kann, der kann. Bin jetzt richtig gefahren, ich hoffe schon. Nicht rüberziehen, mein Freund. Ich bin der freundliche Truckdriver von nebenan. So, der hat auf jeden Fall ein richtig dickes Rohr mit dabei. Mein Hard-S-Rohr. Und da geht es dann rechts nach Linz. Boah, da kommt, da springen wir drüber. Geil. So, ich würde jetzt noch nicht rüber. Ah, doch. Scheiße. Entschuldigung. Ich glaube, wir haben ihn kurz berührt und dann ist er ganz erschrocken. Hat er sofort gebremst. Also wir haben dann doch mit unserer Ladung, da muss ich mich erst noch dran gewöhnen, dass ich so eine dicke Kiste habe. Fahren wir mal wieder auf die rechte Spur rüber. Irgendwann fahren wir natürlich hier mit 250 Sachen mit unserem getunten Megatruck mit 8 Streifen noch auf der Motorhaube vorne drauf. Das wird auch ein fetter Traum. So, wir fahren, glaube ich, gerade aus Versehen nach Linz. Da, so habe ich gehört, gibt es richtig leckere Törtchen. Ja, und ansonsten fahren wir halt mit dem Truck, ne? Was machen denn Let's Player, die das immer wieder spielen? Unterhalten die sich dann? Reden die dann darüber, wie sie selber mal dort waren? Oder... Weil ich verstehe es nicht so richtig. Im Grunde passiert ja nichts. Irgendwie bin ich immer wieder auf der falschen Spur. Da unten ist gerade schon einer wieder mit einer harten Baumaschine unterwegs. Und es ist ja auch kein Verkehr. Gut, dass das Spiel gespeichert wird. Also ich kann jetzt auch gerade nicht viel verkehrt machen. Was haben wir da drüben? Saturn? Nee. Das ist noch das Interessanteste am Spiel. Geiler Scheiß. So. Ich freue mich schon aufs Einparken. Wird ein Träumchen. Oh, jetzt kommt tatsächlich mal wieder jemand. Ja, ich bin bereit. Boah, wenn ich jetzt rüberziehe, dann ist es, ist es vorbei für ihn.
drüben auch wieder der Flixbus. Und jetzt, wie weit ist es noch? Was? Geschwindigkeitsüberschreitung? Ach, leck mich doch. Gleich wieder Geld abgezogen. Ich bin doch nur 10 drüber gewesen. Die fahren alle viel schneller als ich. Nur weil ich einen Truck habe. Ja, ist ja gut, dann fahre ich jetzt halt die Österreicher wieder, ne? Richtig überkorrekt. Nicht so wie wir Deutsche, weißt du, wir sind locker flockig drauf. Machen uns da keine Gedanken drum. Nein, stimmt natürlich nicht. Wenn jetzt einer denkt, wir Deutsche wären locker flockig drauf. Ich glaube, das stimmt definitiv nicht. So, dann fahren wir jetzt mal konstant unter 80, sonst verlieren wir ja unser komplettes Geld hier auf dem Weg. Aber sah total schön aus gerade. Einfach mal kurz den Kopf rausgestreckt. Wie ein kleines Hundi mit der Zunge draußen wahrscheinlich noch. Oh. Puh, da haben wir Glück gehabt. Das hätte bitter werden können, wenn die Polizei uns hier einkassiert hätte. So, jetzt können wir wieder ein kleines bisschen schneller fahren und dann lassen wir es wieder rollen. Da vorne geht es jetzt eh bergab. Finde aber schön, wie sich auch am Straßenrand das Ganze so ein bisschen ändert. Von der Szenerie her muss es ja. Ich meine, das ist ja auch das Spielprinzip, dass die Städte schön ausschauen, dass man ein bisschen Sightseeing macht. Jetzt bin ich schon wieder über 80. Gleich auf 180, wenn es so weitergeht. Upsi, Entschuldigung. Boah, richtig ins Schleudern gekommen, alter Schwede. So, wie gesagt, tanken müssen wir nicht. Ich fahre hier gerade wie so ein Besoffener rum. Oder Karl-Heinz, was sagst du? Meter, da kann man Pi machen. Es staut sich ein bisschen hinter uns, habe ich das Gefühl. Könnt ihr auch einfach mal links überholen. Könnt ihr auch einfach mal den Standstreifen verlassen. Ja. Vielleicht sollte man dann einfach Musik machen. Wahrscheinlich ist das einfach zur Entspannung für die Leute. Mir erschließt sich das Ganze nicht so richtig. So, ein gelber, wieder mal ein VW oder was war das? Ein Seat? Ich weiß es nicht genau. Bin auch schlecht bei Autos. Interessiere mich auch nicht so wirklich für Autos, muss ich gestehen. So, wir haben jetzt ja ein Peugeot. Aber auch ein sehr, sehr altes Modell. Ich glaube, das will ich gar nicht sagen, was das für ein Modell ist. So ein bisschen ein Rentnerauto. Damit kann man, glaube ich, 120 fahren und dann fliegt einem das Ding auch schon um die Ohren. Aber so ein richtig gutes Einsteigerauto. Da ist wieder NS Oil. Da hat man es jetzt mal gesehen. Entschuldigung! NS Oil, also Nazi-Öl, ist hier unterwegs. Wir rödeln jetzt wieder richtig schnell durch. Jetzt kriegen wir gleich wieder einen Strafzettel. Hat auch schon Respekt da auf der mittleren Spur. Warum fahren jetzt alle so langsam? Ich glaube, wir sollten nach links fahren. Ich habe irgendwie so eine Idee. Komme ich da jetzt noch rein? Ohne, dass ich ihn töte, Tatsache. So, wir dürfen wieder nur noch 80 fahren. Alle bremsen hier auch schon ganz brav. Und dann geht es hier nach Graz. Ja, Junge, fahr halt mal zu, Mann. Ich gebe schon kein Gas mehr. Wir müssen weiter geradeaus. Da fahren einige weiter nach Graz. Sturm Graz. Wir fahren weiter, wie gesagt, in die Hauptstadt Österreichs. In Wien war ich leider noch nie. Ist aber angeblich immer eine der schönsten Städte Europas, wenn nicht sogar die schönste Stadt. Wobei für mich ist immer Rom die schönste Stadt Europas. Zumindest von den großen Städten jetzt natürlich. Es gibt natürlich auch super schöne kleine Städte. Meine Freundin schwört immer auf Großbritannien und Irland und so weiter, weil sie das liebt, dort zu sein. Auch diese Ruhe da oben. Ist einfach auch die Natur super schön. Wir wollten ja dieses Jahr eigentlich auch mit dem Auto, oder letztes Jahr muss man jetzt sagen, mit dem Auto durch Schottland fahren. Das wäre auch enorm cool gewesen. Da hätte man von Tag zu Tag, upsie, Entschuldigung, ich hing kurz in der Leitplanke, hätten wir auch von Tag zu Tag daneben entschieden, was wir genau machen. Kurz eingenickt. So, was haben wir denn hier? E-Acres. Da könnte man jetzt rechts rein, aber für die machen wir ja gerade keinen Auftrag. So, jetzt ist 90 noch gerade so erlaubt. Jetzt müssen wir allerdings dann runterbremsen. Ja, ja, bin ja schon dran. Jetzt sind wir schon in Wien drin. Wunderschönes Wien sieht man hier auch. Träumchen. Da ist Parken verboten. Da fahren wir lieber mal nicht drauf. Ich glaube, da käme man auch nie wieder runter. Der erste Aufenthalt in Wien. Wir haben es geschafft. Da hinten wird auch schon ordentlich gebaut. Und wir fahren schon wieder zu schnell. Aber nicht viel zu schnell. 54, das passt schon.
Ich kenne mich in Wien auch null aus. Da war ich wirklich noch nie. Aber auch in vielen anderen Städten, auch in Deutschland war ich natürlich noch nicht. Durch meine Deutschland-Tour damals mal für meine Firma, da hat sich das ein klein bisschen gebessert. Oh, wir rollen rückwärts. Wir rollen rückwärts. Entschuldigung, Leute. Ich fahre nochmal ein Stück vor. Aber nicht weiter sagen, ne? So, jetzt rollen wir wieder rückwärts. Gleich fahre ich einfach über Rot, wenn es so weitergeht. So, rechts dürfen wir nicht. Wir müssen eh geradeaus. So, weiter geht's. Wir beschleunigen bestimmt schneller als er. Komm, Duell. Ne, klappt irgendwie nicht so. Habe ich mir besser vorgestellt. Also unsere Beschleunigung nicht ganz so stark. Ach ja. Mensch. Da hinten sehen wir die City. Immer so in der Ferne sieht man das Ganze. Aber selber hinfahren kann man wahrscheinlich nicht. Oh Gott, Kreisverkehr. Jetzt wird es besonders schlimm. Boah. Eieieiei. Achso, ich muss blinken, gell? Warte, hier. Blink, blink, blink. Und jetzt wieder weiterfahren. Ah, jetzt wieder blink, 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 blink. Und dann sind wir schon wieder da. Mensch, ging richtig flott. Und bremsen. Sag mal, warum fahre ich da immer drüber? Gib es doch nicht. Da nochmal ganz kurz zurück. So, jetzt hat ganz easy geschafft. So, wir versuchen wieder die Punkte zu holen. Hat eben schon so gut geklappt. Kriege ich bestimmt locker hin. Wo muss ich hin? Och nee, Junge. Wie soll ich denn da hinkommen? Ah, ich habe noch einen Rückwärtsgang drin. Sorry. Sorry, ich glaube, ich bin schon irgendwo gerade drauf gefahren. So, mal schauen. Automatisches Einparken wäre natürlich leichter. Und vor allem sollte ich mal wieder schauen, dass die Kamera so ist. Ich sehe halt nicht, wann da vorne die Wand kommt, aber mei, passt schon. Sehr flexibel das Ding. Sehr löblich. So, mal schauen. Hm. Nicht so gut aus. Jetzt einschlage beim Rückwärtsgang. Da wird das einschlagen wie eine Bombe. Bin mir sicher. So, vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig. Oh, das könnte sogar was werden, Leute. Das könnte sogar was werden. Sag mal. Oh nein, jetzt habe ich mich zu früh gefreut. Ach, das passt doch schon. Unfall verursacht. 80 Euro. Ach komm, das ist doch astrein eingepackt. Ich sehe da überhaupt gar keine Probleme. So, aber jetzt einfach nochmal Rückwärtsgang rein. Boah, ich wäre so stolz auf mich. Okay, das ist nicht so gut. Ich sollte wahrscheinlich nochmal weiter nach vorne fahren. So, ja, noch ein kleines Stück vor. So, ja, fast ein bisschen zu viel. Machen wir mal die Reifen gerade und dann haben wir nochmal einen Rückwärtsgang rein. Also, falsch rum. Boah. Nein, komm, ich war doch schon da. Boah, ich hab's geschafft. Fracht ist für die Einladung bereit. Zum Abkuppeln des Auflegers folgende Taste drücken. T. Stützen werden gesenkt. Ich sehe nichts. Leitung getrennt, Sattelkupplung geöffnet. Ich hab's geschafft. Auflieger-Rangler-Bonus. Ah, ne, Rangierbonus. Ich dachte, ich bin so ein kleiner Rangler, weißt du, so ein kleiner Racker. Super gut. Also Level 2. Wieder mal ausgezeichnet gemacht. Wir haben relativ wenige Leute getötet. Richtig gut. Fähigkeiten können wir uns auch neue aussuchen. Du sammelst während der Arbeit wertvolle Erfahrungen. Je mehr Kilometer du bewältigst, desto erfahrener wirst du. Dabei erarbeitest du dir Fähigkeitspunkte, die du einsetzen kannst, um deine Qualitäten als Fahrer weiter auszubauen.
Daraus ergeben sich bessere Auftragsangebote, denn die Firmen wissen deine Qualitäten zu schätzen. Sie bringen dir mehr Vertrauen entgegen und entlohnen dich auch besser. Das ist doch super. Freue ich mich sehr drüber. So, ADR-Lehrgang, der Transport gefährlicher Güter verlangt nach gut ausgebildeten Profis. Nee, das bin ich nicht. Achso, das sind alles gut ausgebildete Profis. Dann wird's schwierig. So, Klasse 1, explosive Stoffe. Dann machen wir erstmal die explosiven Stoffe. Da fühle ich mich wohl. Das ist genau mein Ding. Hantiere bei mir bei der Arbeit auch mit explosiven Stoffen. Allerdings sind das dann eher explosive Inhalte in den Büchern natürlich. Mörder-Gag. Wahnsinn. So, das machen wir. Das wenden wir auch direkt mal an. Können wir da schon mehr auswählen? Oder können wir erstmal nur eins auswählen? Nee, haben wir damit jetzt auch schon gemacht. Also, Klasse 1, explosive Stoffe. Neue Aufrüstteile sind verfügbar für unseren wunderbaren Truck. Rudi Völler hat richtig Bock, bewertet auch mit 0,8. Genauso ist auch sein Gesichtsausdruck sehr, sehr sparsam. Ich würde mich jetzt erstmal verabschieden, würde natürlich noch schnell meine Mails checken, bevor ich hier in den Feierabend fahre. Benötigen Sie Geldmittel? Wir können helfen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir attraktive Kredite für junge Unternehmen anbieten. Benötigen Sie eine Finanzierung, um Ihrem Geschäft einen Schub zu geben? Wenden Sie sich an uns. Bitte besuchen Sie Ihre örtliche Bankfiliale für weitere Informationen. Hochachtungsvoll, Verkaufsmanager Bank. Mensch, ist aber schon sehr persönlich auch. Weiß ich auch direkt, wenn ich in die Bank reingehe. Entschuldigung, wie braucht den Verkaufsmanager Bank? Das ist echt total schön. Hochachtungsvoll vor allem. Total schön. Also da haben sie sich den Namen mal gespart, aber an sich ist das Spiel tipptopp, macht richtig Laune, macht auch gerade Bock von A nach B zu fahren. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was da jetzt noch kommen soll, aber wir haben immerhin schon mal 8.360 Euro verdient. Wenn ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt, dann, ach, ich weiß nicht, was ihr dann machen sollt. Dreht euch im Kreis, springt in die Luft, schreibt es ins Internet rein, in dieses komische Internet, unter irgendwelche YouTube-Videos, am besten unter dieses hier, lasst einen Daumen nach oben da oder sonst irgendwas. Wir können es sicherlich auch irgendwie mal immer so mit reinmachen, wenn wir Informationen zum Kanal haben, wenn wir eine Ankündigung machen, dann fahren wir einfach mit dem Truck von A nach B, das ist doch eigentlich ganz lässig. Jetzt, wie gesagt, würde ich mich erstmal verabschieden. Hier gibt es noch so viele Möglichkeiten, Garagenmanager, Fahrermanager, Garage kaufen, da kann man echt super viel machen, was wir jetzt allerdings erstmal nicht machen werden, sondern wir werden in der nächsten Folge dann einfach weiterfahren, von A nach B Geld sammeln und dann gehen wir eben mal hier rein. Wir haben jetzt auch schon die Möglichkeit, zur Bank zu gehen. 10.000 Euro für 290 pro Tag, 100.000 für 2.888 pro Tag, also da kann man sich richtig schön Geld leihen, aber wir sind ja ein sparsamer Schwabe, deswegen haben wir ja auch einen Mercedes genommen als guter Stuttgarter. Da werden wir uns erstmal ein eigenes Fundament legen und darauf dann unser Weltimperium an Truckfahrern ausrüsten. So, also Dankeschön fürs Schauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Wasi fährt Leute in den Tod auf der Autobahn.